Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erst einmal einen schönen Montag und einen guten Start in die neue Woche. Ja, das Egons Tagesschau-Video ist ja schon raus, allerdings nur bei VK.com und bei YouTube. Mal schauen, ob sie auch wieder gleich das als Anlass nehmen, um mich dort auch zu sperren. Hat euch mal klare Worte gefunden zu der Art und Weise, wie momentan hier gegen die Deutschen Politik gemacht wird und wie hier ja im Prinzip die Machtergreifung des Islam und des Linkszionismus schon im Prinzip erfolgt ist. Bei Facebook ist es noch nicht oben während des Hochladens. Also ich konnte noch das Hochladen starten, aber das Veröffentlichen ging dann schon nicht mehr. Wurde ich wieder einmal gesperrt wegen einem Kommentar, was nicht mal jetzt direkt ein Kommentar war, sondern nur eine Weitergabe eines anderen Links, den ich da gepostet hatte zu dieser ganzen Geschichte Hanau, wo halt einfach mal einer gesagt hat, das war keine Amok, das war kein Terror, sondern ein Amoklauf. Das hat Facebook nicht gefallen. Nun ist da noch momentan, gerade habe ich nochmal geschaut, der Widerspruch meinerseits, der läuft noch. Mal schauen, wie er diesmal beschieden wird. Ich vermute mal wieder so wie beim letzten Mal, sodass ich dann wahrscheinlich, habe noch gar nicht geguckt, wieder 30 Tage gesperrt sein werde. Also wird auch dieses Geschichtsvideo bei Facebook erstmal nicht mehr wieder hochgeladen werden können. Und für die, die bei VK.com sind und auch noch bei Facebook einfach schon mal Bescheid sagen, macht endlich einen VK.com-Account. Dort ist bis jetzt toi 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 noch keinerlei Unterbrechung erfolgt der Möglichkeit, das sagen zu können, was gesagt werden muss, womit keine Hetze oder irgend sowas gemeint ist, sondern einfach nur die Wahrheit. Ja, und da wollen wir mal loslegen. Kommen heute zur 118. Stunde zur Weltgeschichte und da insgesamt 600 36. Geschichtsstunde von Egon. Nochmal kurz ein Rückblick auf gestern. Gestern, und da war es noch sowohl bei Facebook als auch bei YouTube und bei VK.com zu sehen oder ist noch oben. Gestern hatten wir drin die erste Bibliothek der Welt, Weltwissen auf Tontafeln. Dann hatten wir drin Schrift und Akupunktur in Sumer und bei den Sumerern und Ägyptern, Monopol auf Bierbrauerei bei den Sumerern, Dolmengräber in Asien, das ging da um die koreanische Halbinsel, Keramik der Mondseher in Österreich, Mykerinos vollendet Gizeh, Rivalen im Zweistromland, Girsu siegt über Umma. Halt, jetzt habe ich zu viel gesagt. Käse, 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 Käse. Eine Frau auf Ägyptens Thron. Stadtviertel bilden sich. Schweizer Schnurkeramik. Erzfeinde in Nordafrika. Jetzt muss ich mal zurückblättern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doch, stimmt, das ist alles gestern drin gewesen. Und gestern hat man geendet. Wie gesagt, mit Erzfeinde in Nordafrika. Das war 2442. Vor Christus, wegen der Auseinandersetzung zwischen Ägyptern und Libyen. Und wer da mehr darüber wissen will, einfach in das gestrige Video reinschauen. Heute geht es weiter um 2400 vor Christus. Und da nehmen wir als erstes gleich eine Randbemerkung weg. Im Grabbezirk von Gizeh am westlichen Nilufer entsteht das Privatgrab von Kani-Nisut. Die 3,6 mal 1,6 Meter große und 2,4 Meter hohe Grabkammer besitzt an der Westwand zwei Scheintüren. Hinter der linken verbirgt sich der verschlossene Statuenraum, vor dem täglich Feierlichkeiten zu Ehren des Toten veranstaltet werden. Die Wände des Grabmals zieren bemalte Reliefs von Nefretanisut. Ich wiederhole es nochmal, Nefretanisut, der Frau des Kani-Nisut und Darstellungen seiner Eltern und Kinder. War wieder so über die Zeile geschrieben mit Trennstrich, deswegen musste ich da zweimal lesen. Bei
Ta ni sud, der Frau des Ka ni ni sud. Und weiter geht's um 2400 vor Christus. Indigo läutet blaue Phase ein. Ägypter entdecken ein Extrakt der Indigo-Pflanze als Färbemittel. Das blaue Pulver wird zum wichtigsten pflanzlichen Farbstoff des Altertums. Anders als mineralische Farbstoffe muss Indigo in einem aufwendigen Verfahren gewonnen werden, bevor es zum Einsatz kommen kann. Dazu werden die blaukupfern schimmernden Zweige des Indigo-Strauchs mehrere Stunden lang gewässert. Auf dem Boden der Bottiche setzt sich eine blaue Substanz ab, die nach Abgießen des Wassers getrocknet wird. Zuletzt wird das Indigo zu kleinen Ziegeln geformt. Punkt. Die hochwertigsten Farbstoffe aus Indigo stammen aus Indien. Der heutige Name leitet sich vom griechischen Indikon, das Indische, ab. Trotz der Eigenproduktion importieren schon die Ägypter um 2000 vor Christus Indigo aus dem Indus-Tal. Also haben wir es schon genannt. Indigo heißt, weil die Griechen es damals Indikon nannten, das Indische. Und hier mal ein Bild dazu. Insgesamt sind 300 Indigo-Pflanzen bekannt, von denen Indigofera tinctoria am besten für die Herstellung des Farbstoffes geeignet ist. Muss ich mal gucken. Also selbst wenn ich jetzt die Lupe nehmen würde, diese kleine Schrift, die da drunter ist, dann im Bild eingearbeitet ist, die kann ich beim besten Willen nicht lesen und erkennen. Da haben wir so eine Abbildung von dieser Indigo-Pflanze, aus der dieser Indigo-Farbstoff gewonnen wird. Und weiter geht's. Um 2400 vor Christus. Osteuropäische Kultur. Weit entwickelt ist die Tripolje-Kultur im Südwesten Osteuropas. Davon zeugen große Siedlungen. Die in konzentrischen Kreisen angelegten Dörfer werden teilweise von Flechtzäunen begrenzt. Auch die Wände der rechteckigen Häuser bestehen aus Flechtwerk, das mit Lehm bestrichen wird. Die mit Giebeldächern bedeckten Behausungen erreichen 16 bis 30 Meter. Auf hohem Niveau steht auch die Keramikherstellung. Sorgfältig gearbeitete Tongefäße mit weißen, roten oder schwarzen Verzierungen. Ein Bild dazu haben wir nicht. Und weiter geht's um 2400 vor Christus. Mächtige Stadtbefestigung. In Nordmesopotamien ist die Stadt Nabada, der heutige Ruinenhügel Tell Beidar in Syrien, eine blühende Metropole. Eine bis zu 5 Meter starke Mauer umgibt die kreisrunde Siedlung. Ein zweiter innerer Wall schützt den Kern der Stadt. Dieser besteht aus einem von Wohnvierteln umgebenen zentralen Palastgebäude, von dem sternförmig Straßen wegführen. Verbringen Händler der Karawanen die Nacht in der Stadt, müssen sie vermutlich zwischen der äußeren und der inneren Mauer nächtigen. Also die haben ganz genau darauf geachtet, dass keine trojanischen Pferde des Nächtens in ihren Städten herumschwirren. Selbst diese Händler der fremden Karawanen mussten sich in einem Zwischenbereich aufhalten. Weiter geht's um 2400 vor Christus. Sumerer erfinden Gewölbe. Baumeister des Zweistromlandes entdecken neue Konstruktionsmöglichkeiten. Die Architektur wird vielfältiger. Mehrere tausend Menschen leben in den Städten Mesopotamiens. Vor allem Metropolen wie Ur sind auf den Einfallsreichtum und das Geschick der Baumeister angewiesen. Gilt es doch, Kanalisationen zu konzipieren, Tempel und Grabmäler ober- wie unterirdisch zu errichten und Paläste für die Herrscher sowie Wohnhäuser für das einfache Volk zu bauen.
Einziges Baumaterial in Mesopotamien ist der Lehmziegel, der in feuchtem Zustand in Form gepresst und in der Sonne getrocknet wird. Holz und Stein stehen zwischen Euphrat und Tigris nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung. Zu den wichtigsten Entdeckungen der Baukunst zählt die Kuppel. Sie wird zunächst noch als unechte Kuppel konstruiert, bei der horizontal versetzt übereinander gelegte Steine eine Art umgestülpte Pyramide bilden. Diese Art des Bauens ist von oben jedoch nicht belastbar und muss daher mit Hohlräumen durchzogen werden, damit die Kuppel nicht durch ihr Eigengewicht zum Einsturz gebracht wird. Auch Torbogen und Durchgänge mit echter Gewölbetechnik entstehen an vielen Repräsentationsbauten. Bei einem echten Bogen verjüngen sich seitlich aneinander gesetzte Ziegel nach unten. Die Ziegelreihen enden auf einem Auflager, meist einer Säule. Verlängert man die Ziegelreihe nach unten, ergibt sich ein sogenanntes Tonnengewölbe. Das Tonnengewölbe entsteht bereits um 2600 vor Christus, zeitgleich in Mesopotamien und Ägypten. Jetzt muss ich noch mal kurz. Entschuldigung, muss aber raus und weiter geht's. Die neuen Entwicklungen in der Architektur finden sich im Zweistromland vor allem an Tempelbauten wieder. Anlagen wie der Hochtempel von Schafaji oder Obeid bestehen aus prächtigen Haupt- und Nebenbauten, die mit Mosaiken und Friesen geschmückt sind. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Dreifacher Bogen des Tempelturms in Klammern Zikkurat, Klammer zu, von Dur Umtasch, rund 40 Kilometer südöstlich von Susa. So sieht das heute noch aus. Dann können wir sehen, wie die gebaut haben. Hätte es nicht irgendwelche monotheistischen Religionen und neue Völker gegeben, die es haben verrotten lassen, wäre es wohl wahrscheinlich heute immer noch vollkommen intakt. Und selbst ohne Pflege hat es die Zeiten so stabil überdauert. Weiter geht's. Da sind wir schon auf Seite 3. Und da haben wir wieder einen Artikel, der über zwei Seiten geht. Und deswegen nehme ich vorher gleich die Randbemerkung weg. Die ist von derselben Zeit, immer noch um 2400 vor Christus. Auf einem Hochplateau in der heutigen spanischen Provinz Almeria entsteht die Siedlung Los Milares. Um die Anlage zu schützen, schichten die Angehörigen der nach der Siedlung benannten Los Milares-Kultur eine 275 Meter lange Steinmauer auf. Sie riegelt das Dorf gegen das Hinterland ab. Von einer nahegelegenen Quelle wird Wasser über Aquädukte in die Stadt geleitet. Die in Rundhäusern und Rechteckbauten lebenden Bewohner treiben regen Handel mit anderen Kulturen. So werden bei Ausgrabungen Bernstein von der Ostsee sowie Perlen und Schmuck aus Ägypten gefunden. Und weiter geht's um 2400 vor Christus. Seeweg nach Ostafrika. Ägypter befahren das Meer. Mit einer Fahrt entlang der afrikanischen Ostküste schlägt der Ägypter Isesi ein ganz neues Kapitel in der Geschichte der Schifffahrt auf. Isesi beginnt seine Schiffsreise an der Nilmündung, durchquert das Rote Meer sowie die Meerenge Bab al-Mandab und erreicht schließlich über den Golf von Aden das Land Punt. Zwischen dem heutigen Ostsudan und Somalia. Punt ist ein sehr reiches Land und ein beliebter Handelspartner der Ägypter, war bislang aber ausschließlich über den Landweg zu erreichen. Isesi bringt Weihrauch, Harze, Edelhölzer und Gold über das Meer mit nach Hause. Viel bedeutender als dieser Handelserfolg ist jedoch die Entdeckung und erfolgreiche Bewältigung des Seeweges entlang der ostafrikanischen Küste. Und weiter geht's mit dem ersten Unterabschnitt. Holz ist Luxus. Die Schifffahrt ist für die Ägypter das wichtigste Verkehrsmittel.
Alle Städte des Reiches sind durch den Nilstrom miteinander verbunden. Die ältesten belegten Nilboote sind Nachen, die aus Papyrusbündeln zusammengebunden wurden. Sie dienten vor allem Hirten, die mit ihren Herden die mit Krokodilen bevölkerten Wasserläufe überqueren mussten. Diese Technik des Bootsbaus hält sich am Nil bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Hochwertiges Holz ist Mangelware im Pharaonenreich und muss importiert werden. Deshalb werden große Schiffe erst mit dem wirtschaftlichen Erstarken Ägyptens ab der 6. Dynastie, in Klammern nach 2360 vor Christus, Klammer zu, gebaut. Noch im Alten Reich erhalten die Schiffsrümpfe ihr klassisches Aussehen mit einem Schiffsschnabel in Form eines Tierkopfes, mehreren Steuerrudern und einem riesigen Mast. Die Segel sind meist trapezförmig. Sie hängen starr von der Rahstange. Erst später können sie gedreht werden und sich damit besser dem Wind anpassen. Bei Flaute bringen Ruderer die Schiffe voran. Der Tiefgang ägyptischer Schiffe, also die Höhe des Schiffsrumpfs unter Wasser, ist gering. Da die Schiffe aber tief im Wasser liegen, nur Achter- und Vordersteven ragen heraus, ist diese Konstruktion lediglich für die ruhige Flussschifffahrt geeignet. Das Befahren des offenen Meeres ist mit solchen Schiffen ein unkalkulierbares Risiko. Die ägyptischen Fernhändler bleiben mit ihren Schiffen deshalb stets in der Nähe der Küste. Auf diese Weise legen sie an einem Tag etwa 75 Seemeilen, in Klammern rund 140 Kilometer, Klammer zu, auf dem Wasser zurück. Also schon damals die Schifffahrt ein ganz wichtiges Hilfsmittel zum Handel zwischen Ländern, zwischen Regionen, zwischen damals bekannten Teilen der Erde. Die Ägypter haben da mächtig viel dafür getan, dass das sich entwickelt hat, was aber keine Moslems waren, die dem Islam frönten und den Koran lasen, sondern Leute, die sich mit Wissen gebildet haben und nicht mit Glauben ungebildet geworden sind. Weiter geht's mit dem letzten kurzen Abschnitt zu diesem Artikel: Gefahr auf hoher See. Um das offene Meer überhaupt befahren zu können, benötigen die Schiffe eine Längsverstärkung. Ohne diese Stabilisierung laufen die Fahrzeuge Gefahr, von der Strömung auseinandergerissen zu werden. Erste Versuche, eine solche Längsverstärkung einzusetzen, sind Seile, die einfach über das Schiff gespannt werden. Der Erfolg ist nur gering. Nach wie vor müssen die Schiffe in Küstennähe bleiben. Erst die Entwicklung des Kiels macht die Schifffahrt auf hoher See möglich. Und da haben wir noch zwei Bilder dazu. Modell eines ägyptischen Ruderboots mit Besatzung und zwei Steuermännern. In flachen Gewässern können die Boote auch mit Stangen gestakt werden. Ja, das Staken, das gibt es heute noch, wenn man sich da so mit in den Boden, in den Unterwasserboden einhakt, reinsticht und sich damit fortbewegt. Na. So sah das also vor 4400 Jahren im alten Ägypten aus, die Schifffahrt. Habe ich es richtig gesagt? Eine andere Jahresbezeichnung steht nicht da. Und noch ein Bild: Wandmalerei im Grab des Gaufürsten Baket in Beni Hasan. Das geschäftige Be- und Entladen der Boote bezeugt die rege Handelstätigkeit im Land am Nil. Also auch hier ein Gaufürst, hat nichts mit dem Dritten Reich zu tun. Diese Bezeichnung, die wurde schon im alten Ägypten verwendet für einen Bezirk, eine Provinz. Das nannte sich im alten Ägypten Gau.
Und weiter geht's mit der Seite 5. Wir liegen gut in der Zeit. Also sieht wieder gut aus, dass wir heute mindestens zwei Seiten mehr schaffen. Und weiter geht's jetzt mit 2390 bis 2360 vor Christus. Kommen also wieder ein bisschen in der Zeit voran. Kultanlage zu Ehren der Sonne. Das Sonnenheiligtum von Abu Ghurab ist die bis heute am besten erhaltene Kultanlage ihrer Art aus der Zeit der 5. Dynastie. Es besteht aus einem großen Hof mit einer Plattform. Der Zugang zum Heiligtum ist den Pyramidenbezirken nachempfunden. Auf einem Kanal gelangt die Gemeinde zu einem Taltempel. Nochmal, auf einem Kanal gelangt die Gemeinde zu einem Taltempel, der auf einem niedrigeren Niveau errichtet ist als das eigentliche Heiligtum. Von dort führt ein Weg hinauf zu einem Totentempel, durch den man ins Innere der Anlage gelangt. Hier öffnet sich ein Hof mit einem Altar, hinter dem der 36 Meter hohe Obelisk in den Himmel ragt. Daneben gibt es Schlachthöfe und Magazine. Südlich des Bauwerks ist ein Schiff des Sonnengottes Re aus Lehmziegeln nachgebaut. Die Dekoration in den Korridoren und Räumen des Tempels stellen die Jahreszeiten des ägyptischen Kalenders dar. Achte, in Klammern Überschwemmung, Klammer zu, und Schemu, in Klammern Erntezeit, Klammer zu. Bei königlichen Denkmälern im Alten Reich sind solche Naturdarstellungen selten. Parallelen sind nur aus dem Pyramidenbezirk des Unas in Saqqara bekannt. Ein Bild dazu haben wir nicht. Bevor es weitergeht, ein kleiner Schluck Milch und ein Schluck Kaffee, damit die Zunge geschmeidig bleibt. Und weiter geht's. Und wieder sind wir ein Stückchen weiter in der Zeit, 2388 vor Christus. Religiöser Wandel am Nil. Der ägyptische Pharao Menkauhor lässt eine Sonnenheil nochmal, der ägyptische Pharao Menkauhor lässt ein Sonnenheiligtum errichten. Das letzte Bauwerk dieser Art offenbart einen religiösen Wandel am Nil. Re, der Sonnengott, wird von Osiris, dem Totengott, als höchste Gottheit abgelöst. Dem ägyptischen Glauben nach wurde Osiris von seinem Bruder Seth getötet und damit Herrscher der Unterwelt. Fortan identifizieren sich die ägyptischen Könige nicht länger nur mit dem Sonnengott Re, sondern auch mit Osiris, dessen Schicksal sich in der Gestalt eines verstorbenen Königs wiederholt. Texte an den Wänden des Pharaonengrabes von Unas, in Klammern um 2360 vor Christus, Klammer zu, erklären die göttliche Bestimmung des verstorbenen Herrschers genau. Der Pharao wird nach seinem Tod als Inkarnation des Osiris verehrt und geht als Herrscher in das Totenreich ein. Zugleich steigt er als Nachkomme des Sonnengottes Re in den Himmel auf. Obwohl die heutige Forschung von insgesamt 5 Sonnenheiligtümern aus der Zeit der 5. Dynastie, in Klammern 2520 bis 2360 vor Christus, Klammer zu, weiß, sind nur 2 gefunden worden. Auch das Grab Menkauhors ist noch nicht lokalisiert. Es wird im nördlichen Bezirk Saqqaras vermutet. Dort steht die sogenannte kopflose Pyramide. Ein völlig zerstörtes Grabmal, das bislang noch keinem König zugewiesen werden konnte. Andere Experten glauben, dass vielleicht eine Pyramide in Dahschur dem Herrscher zugeordnet werden kann. Da Menkauhor nur 8 Jahre regiert, ist seine Grablege aller Wahrscheinlichkeit klein ausgefallen. Und da haben wir noch 2 Bilder dazu. Wandmalerei aus dem Grab von Senecem. Ich wiederhole nochmal, Wandmalerei aus dem Grab von Senecem, der falkenköpfig dargestellte Sonnengott Re, ist der Erhalter und Beherrscher der geschaffenen Welt. Da haben wir, wie so ein Ball oben drüber, die Sonnenscheibe.
Das Rote, das ist er. Der Reh. Das zweite Bild. Osiris ist der Herrscher der jenseitigen Welt. Wandbild aus der Totenstadt von Theben. Und da haben wir also sein Gegenstück. Osiris, der Herrscher über die Totenwelt, der Gott der Ägypter für die Totenwelt. Und weiter geht's noch mit zwei kleineren Hauptartikeln ohne Bild, dann sind wir schon auf Seite 6 durch. Um 2350 vor Christus. Krisen in Mesopotamien. Lugal-Zaghezi, König von Uruk und Umma, erobert Lagasch in Südmesopotamien. Damit verschiebt sich das politische Gewicht in den Stadtstaaten des Zweistromlandes. Und heute schon wieder ein Bäuerchen. Soziale und innenpolitische Krisen haben Lagasch geschwächt. Davon berichten die Reformtexte des Uruinimigina. Jetzt muss ich nochmal lesen. Uruinimigina. Nochmal. Uruinimigina. Jetzt haben wir es nochmal. Davon berichten die Reformtexte des Uruinimigina, in denen er unter anderem der Schutz von Witwen und Waisen vor dem Zugriff der Mächtigen gefordert wird. In denen unter anderem der Schutz von Witwen und Waisen vor dem Zugriff der Mächtigen gefordert wird. Vermutlich entzünden sich an der Ausbeutung von sozial Schwachen schwere Unruhen in Lagasch. Und der letzte Artikel auf der Seite 6 um 2350 vor Christus. Zeit des Umbruchs. Mit Pharao Teti beginnt in Ägypten die Zeit der sechsten Dynastie. Obwohl weder dynastische noch technische Neuerungen den historischen Schnitt erklären, lassen ägyptische Quellen eine neue Epoche der Geschichte des Nillandes beginnen. Die sechste Dynastie, in Klammern 2350 bis 2195, nach anderen Quellen ab 2360 vor Christus, Klammer zu, ist eine Zeit der wirtschaftlichen Prosperität, bringt aber auch eine bedenkliche Schwächung der Königsmacht zugunsten der Provinzfürsten, der Beamtenschaft und des Adels. Und weiter geht's auf Seite 7. Und jetzt muss ich mal schauen, Randbemerkung, nein, die können wir wirklich erst zum Schluss machen. Um 2350 vor Christus, wieder ein kurzer Artikel ohne Bild, Bernstein, Schmuck und Zauber. In Europa und im Vorderen Orient schätzen die Menschen Bernstein nicht nur als Ausgangsmaterial für Schmuckgegenstände. Das gelb-bräunliche Harz ist auch wegen seiner vermeintlichen Zauberkraft beliebt. Durch Reiben mit den Händen entwickelt der Schmuckstein Anziehungskraft. Was als Zauber gilt, ist jedoch lediglich ein physikalisches Phänomen. Die Reibbewegungen laden den Bernstein elektrostatisch auf. Das Harz wird in zahlreichen Ländern Europas verwendet. Und dann, jetzt kommt ein längerer Artikel, der fast über zwei Seiten geht, aber es ist ein großes Bild eingearbeitet. 2334 vor Christus. Machtbewusster Herrscher. Der mesopotamische König Sargon I. errichtet das Reich von Akkad. Das erste Großreich im Zweistromland löst die bisherigen politischen Systeme der kleineren Stadtstaaten auf. Die Zeit der sumerischen Kleinreiche ist somit beendet. Sargon taucht in alten Quellentexten zunächst unter dem Namen Shar-Rum-Kin oder Scharken auf. Erst die Bibel gibt dem akkadischen Herrscher den Namen Sargon. Nach dem Sturz des Königs von Kisch gründet Sargon das Reich von Akkad und errichtet die gleichnamige Stadt als Basis für seine Kriegszüge.
Zunächst besiegt er Lugal Zaghezi von Umma und hält den König in einem Käfig gefangen. Vom Süden des Zweistromlandes wendet sich Sargon nach Norden und Westen. Immer mehr Stadtstaaten fallen unter dem Ansturm der Arkader und müssen sich schließlich dem Zepter Sargons beugen. Die Arkader dringen bis in den Libanon und zum Taurusgebirge vor. Im Osten erreichen sie Elam. Ein großflächiges Territorialreich vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer entsteht, in dem auch alle wichtigen Handelswege unter der Kontrolle der Arkader stehen. Der Fernhandel trägt den Einfluss des ersten mesopotamischen Großreiches weit über dessen Grenzen hinaus. Bis in die Induskultur reichen die Fernhandelsverbindungen von Sargons Kaufleuten. Unter Sargon wird die Rohstoffeinfuhr zum Staatsmonopol. Der Herrscher lässt sich zum Gottkönig erklären und reformiert damit das religiöse System der sumerischen Stadtgötter. Außerdem lässt Sargon in der Hauptstadt Akkad einen prächtigen Tempel für die Götter Ishtar und Zababa errichten. In den religiösen Vorstellungen der Akkader kommt es zu einer Verschmelzung von semitischen und sumerischen Gottheiten. Der Legende nach ist Sargon der Sohn eines einfachen semitischen Bauern. Nach seiner Geburt soll er, wie Moses im Alten Testament, in ein Weidenkörbchen gelegt und auf dem Euphrat ausgesetzt worden sein. Er wird von einem Bewässerer gerettet und von diesem aufgezogen. In jungen Jahren kommt er an den Hof von Kisch. Unter Sargon dem Ersten steigen die Semiten zum führenden Volk Mesopotamiens auf. Seit mehreren Jahrhunderten siedelt der bevölkerungsstarke Stamm am nordwestlichen Rand der Landschaft Sumer. Die Semiten entglitten im Laufe der Jahre immer mehr der Kontrolle der sumerischen Stadtstaaten und erheben sich nun im Akkadischen Reich zur Führungsschicht. Bis heute ist die genaue Lage von Akkad nicht bekannt. Vermutlich liegt die Stadt, auch Agade genannt, in der Region von Babylon, Kisch und Sippar. Akkadisch ist als Sprache seit etwa 2550 vor Christus bezeugt und wird als Umgangssprache erst im ersten Jahrtausend vor Christus vom Aramäischen verdrängt. Ja, so kam das erste Großreich und es waren Semiten und alle, die gegen sie damals gekämpft haben, waren demzufolge dann Antisemiten, die sich also gegen die Herrschaft der Semiten zur Wehr gesetzt haben, was eigentlich eine ganz normale Sache ist und jedem Menschen das Recht ist, sich selber zu verteidigen gegen fremde Kulturen, gegen Eroberer, gegen Okkupanten, gegen Invasoren. Aber das ist heute laut unserer Lesart ein Verbrechen. Dann ist man Antisemit oder Anti-Islamist oder was weiß ich, ne, wie es bei denen dann genannt wird irgendwann. Ja, das ist das, was wirren Köpfen vor allen Dingen im 20. Jahrhundert entsprungen ist, um Rechte von Menschen, die nicht gewissen Volksstämmen angehören, zu beschneiden. Weiter geht's mit einem Bild dazu. Sargon begründet das erste Großreich im Vorderen Orient, das vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer reicht. Seine Büste entstand um 2300 vor Christus. So sah er aus, der Semit. Nach heutiger Lesart sind alle Völker, die sich gegen seine Eroberung gewehrt haben, Antisemiten gewesen. Tja, so logisch ist das. Aber sich gegen Eroberer zu wehren, ist eigentlich kein Verbrechen, sondern nur menschlich. Weiter geht's, dann nehmen wir jetzt die Randbemerkung weg. Um 2300 vor Christus. Mit der Ausdehnung des mesopotamischen Großreiches Akkad
erfolgt der Niedergang der Stadt Tell Juwera im heutigen Nordsyrien. Die etwa 650.000 Quadratmeter große Siedlung liegt zwischen zwei Nebenflüssen des Euphrat. Ein Befestigungsring schützt die in eine Ober- und Unterstadt aufgeteilte Siedlung. In den oberen Stadtvierteln befinden sich vor allem öffentliche Großbauten. Die Unterstadt ist dicht bebaut. Schätzungen zufolge wohnen zur Blütezeit Tell Juweras etwa 8000 Menschen in der Stadt. Und der letzte kleinere Hauptabschnitt, Hauptartikel auf der Seite 8 um 2300 vor Christus. Blasebalg sorgt für Luftzufuhr. Im vorderen Orient benutzen Handwerker einfache Blasebälge. Mit ihnen fachen sie die Glut in den zur Metallgewinnung erbauten Schmelzöfen an. Bei den Geräten handelt es sich zunächst um lange Rohre mit einem Mundstück aus Ton. Abwechselnd blasen Männer mit Hilfe der Rohre Luft in die Öfen, um die Betriebstemperatur konstant zu halten. Wenig später werden auch die ersten echten Blasebälge erfunden. Sie bestehen aus zwei an dem Rohr befestigten Fellsäcken, die abwechselnd getreten für Luftzufuhr sorgen. Und da sind wir schon auf Seite 9 und wir liegen heute sehr gut in der Zeit. Und da will ich mal schauen. Ja, nehmen wir die Randbemerkung ganz rechts schon als erstes weg. Um 2300 vor Christus. Bei Aswan entstehen Felsengräber von höheren Beamten. Die Gräber werden in dem Granitfelsen Qibet el-Hawa, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Qibet al-Hawa eingetieft. Bei Ausgrabungen werden außergewöhnliche Grabbeigaben entdeckt. Eine weißgrundierte Schale zeigt zum Beispiel einen in ein langes Gewand gekleideten Nubier mit Pfeil und Bogen, der von zwei Hunden auf der Jagd begleitet wird. Also die hatten damals noch nichts gegen Hunde. Was sich dann zeigt, vollkommen andere Kultur. Keine Moslems, liebe Linke, Rote und Grüne, die das alles geschaffen haben. Keine Anbeter des Korans und keine Huldiger des Islam, Anhänger des Islam. Das waren ganz andere Leute. Weiter geht's um 2300 vor Christus. Rätselhaftes Harappa. Mit Harappa entsteht eine der größten Städte am Indus. Nach dieser Siedlung nennt man die erste Hochkultur Indiens die Harappa-Kultur. Die Menschen am Indus erbringen technische und zivilisatorische Leistungen, die mit denen der Hochkulturen in Ägypten und Mesopotamien vergleichbar sind. Unter anderem bauen sie mehrstöckige Häuser, legen rechtwinklige Straßenzüge an und heben eine Kanalisation aus. Errungenschaften, die auch das Leben im südlich von Harappa gelegenen Mohenjo-Daro bestimmen. Doch Harappa weist darüber hinaus Eigenheiten auf, die es sonst in keiner anderen Stadt gibt. In der Metropole, die an einem alten Flussbett auf fünf Hügeln errichtet und von zwei großen Wällen umschlossen wird, gibt es keine Tempel. Prunkbauten wie Paläste fehlen völlig. Bis heute gibt diese Kultur der Forschung Rätsel auf. Entwickelte sich hier am Indus eine egalitäre Gesellschaft? Fragezeichen. Oder wurde Harappa von Mohenjo-Daro aus regiert, wo sich ein festungsartiges Gebäude über alle anderen Häuser erhebt? Fragezeichen. Ein einziges Haus in der Mitte Harappas hat größere Ausmaße als die übrigen. Es ist mit Schächten durchzogen, um das Gebäudeinnere mit Frischluft zu versorgen. Ob es sich hier um einen Herrschersitz handelt, ist in der Forschung umstritten. Auch die Grabbeigaben lassen nicht auf die Existenz einer gesellschaftlichen Elite schließen. Kein herausragendes Grab ist mit reichem Schmuck und Waffen ausgestattet, wie es bei vergleichbaren Kulturen üblich ist. Stattdessen werden die Menschen von Harappa mit profaner Gebrauchskeramik und Lebensmitteln bestattet. Zu den Hinterlassenschaften der Einwohner von Harappa zählen Tongefäße, die mit Symbolen verziert sind.
Möglicherweise ist in den heute unlesbaren Zeichen eine frühe Form der Schrift zu erkennen, die sich bereits um 3000 vor Christus entwickelt haben könnte, etwa gleichzeitig mit der Keilschrift der Sumerer. Die Harappa-Kultur ist sehr erfolgreich. Sie verbreitet sich über ein Gebiet, das sich vom heutigen Belutschistan bis an den Golf von Cambay erstreckt. Und ich muss noch mal kurz Luft rauslassen. Ja, und da haben wir noch drei Bilder dazu. Priesterstatue aus Mohenjo-Daro, einer weiteren Metropole der ersten indischen Hochkultur. Die Stadt liegt südlich von Harappa. Ja, also keine führenden Eliten, aber wie gesagt, man streitet drüber. War das nun die erste kommunistische Kultur, wo alle gleich waren? Oder war es nur so, dass es dort keine Herrscher gab, weil die alle in diesem Mohenjo-Daro saßen? Ich tippe mal eher auf das Zweite. Und ein weiteres Bild. Am Indus bildet sich eine blühende Hochkultur. Tänzerin der Harappa-Kultur aus Bronze um 2500 vor Christus. So haben sie ausgesehen, die Tänzerinnen. Ja, das scheint was fürs Auge gewesen zu sein. Die Tänzerinnen von Harappa. Also das Geschmacksempfinden hatte sich von der Altsteinzeit, wo wir ja wissen, wo die Voluminösen verehrt worden sind, offensichtlich etwas geändert. Und dann haben wir noch ein letztes Bild, auch insgesamt für heute. Die Umrisse der Häuser im Handwerkerviertel von Harappa, in Klammern im heutigen Pakistan gelegen, Klammer zu, sind noch gut zu erkennen. Da haben wir noch die Grundrisse dieser Häuser von Harappa, der Stadt Harappa, nach der eine ganze indische Kultur benannt worden ist. Und als letztes noch ein kurzer Hauptartikel ohne Bild. Um 2300 vor Christus Meteoriten als Eisenlieferanten. Die ersten gesicherten Spuren von Eisenverarbeitung stammen aus Ägypten, Mesopotamien und Indien. Vermutlich spielte Indien eine Vorreiterrolle, denn das Wort Eisen lässt sich auf das Sanskritwort Ayas zurückführen. Eisen ist selten, sein Ausschmelzen aus erzhaltigem Gestein noch unbekannt. Stattdessen wird Eisen aus Meteoriten gewonnen, von denen kleine Mengen des harten Metalls abgeschlagen werden können. Frühe Eisenschmiede in Ägypten nennen Eisen deshalb auch Kupfer des Himmels. Als Erfinder der eigentlichen Eisentechnik gelten die Hethiter, die von 1400 bis 1200 vor Christus eine Art Eisenmonopol im Nahen Osten innehaben. Und damit sind wir ja bei 43 Minuten, knapp 44. Wir haben wieder 10 Seiten geschafft, das reicht. Und damit sind wir auch schon wieder eine ganze Menge an Zeit weiter. 2350 oder so, wenn ich das kurz gucken, nicht, dass ich was Falsches sage. 2300 waren wir, nicht 50, 2300, also über 100 Jahre geschafft heute. Ich hoffe, es war wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei. Auch, ja, dass alle, die sich gegen damals schon semitische Eroberer gewehrt haben, ja im Prinzip dann Antisemiten waren, haben wir heute wieder gelernt. Also ein Wort, was eigentlich nur sich die Juden missbräuchlich für sich verwenden, um jeden ihrer Kritiker als bösen, bösen Menschen darzustellen. Ja, und dann hoffe ich, dass das ein oder andere Interessante wieder für euch dabei war, ihr wieder was dazugelernt habt oder alte Sachen aufgefrischt worden sind. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen auch wiedersehen. Mal schauen, ob es bei Facebook doch noch klappt. Ab und an wird ja so ein Widerspruch auch angenommen. Ansonsten wird es halt wieder eine Weile dauern, bis dort die Leute die Geschichte
erfahren können, wie sie weitergegangen ist. Und ja, bei YouTube schauen wir mal, wie das Tagesschau-Video angekommen ist, ob das wieder ein Grund ist, auch dort wieder die Leute von der Wahrheit und von der wahren Geschichte abzuhalten. Ja, und wo man es auf jeden Fall immer sehen kann, bislang gab es da nie Probleme. Das ist bei VK.com, ab und an mal technische beim Hochladen, aber das passiert halt. Ja, gut, das soll es damit gewesen sein, damit wir nicht noch länger werden. Und damit verbleibe ich wie immer mit. Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.